Nach einem erfolgreichen Smart City Hackathon im 2022 wird der Event am 1. und 2. September 2023 in die zweite Runde gehen. Der Smart City Hackathon greift aktuelle, zukunftsorientierte Themen auf und entwickelt so die Stadt und auch die Region Zürich-Oberland weiter. Am Hackathon ist nicht nur technisches Know-how gefragt, sondern auch Kreativköpfe, Visionärinnen und vor allem Teamwork. Und zum ersten Mal geht der Hackathon public, da sind wir ein bisschen unter den Leuten. Das ist auch ein Versuch, mehr Leute da zu sein. Das macht darum Sinn, weil die Stadt Witzig eine Gastgeberin ist, natürlich von der ZOOM, auch Hauptsponsorin und mit einem grossen Stand vertreten ist. Und so kann man am Stand eben auch das Smart City Hackathon zeigen. Der Stadtrat von Witzig hat in seiner Vision 2040 sich ganz klar auch Gedanken zur Digitalisierung gemacht. So als Kernsatz steht, oder auch als Ziel auf 2040 her, in Wetzikon sind die städtischen Dienstleistungen digital transformiert. Es ist dann die Verantwortung jetzt von uns, von der Stadt Wetzikon 6 Challenges mit auf die weitere Reise zu nehmen und die Projekte konkret weiterzuentwickeln. Die leben davon, die Betroffenen zu Beteiligten machen. Das heisst, sie alle als Einwohner, Besucher von Wetzikon wieder in den Prozess zu involvieren, dass unsere Stadt sich entsprechend weiterentwickeln kann, dass sie mit dieser Stadt smart miteinander gestaltet, wo wir auch wohnen dürfen. Ich bin sehr glücklich mit dem, was mit den 6 Challenges wirklich erarbeitet worden ist. Wir waren kleine Teams, aber wir sind total schlagkräftige Teams und haben wirklich auf den Punkt die 6 Challenges weiterentwickeln, sodass wir für unser Projekt eine gute Basis haben.